Okay. Ich bin Christine Patz-Dörker. Mein Vater, Alois Westermeier, war einer der 61, die hier ermordet wurden. Er war in einer Firma als Dreher beschäftigt und hat auf der Toilette, es lebe die Internationale, geschrieben an die Wand. Und von der Nebentoilette hat ihn ein Kollege mit einem Spiegel beobachtet und denunziert. Das Urteil, das er bekam, war 7 Jahre Haft. Ja. Das war das. Also ich war 1995 das erste Mal hier in Hadersdorf, habe nach einer Tafel oder sonst was gesucht, habe nur am Hauptplatz das für die Soldaten gefunden und habe auch an die Gemeinde geschrieben, ohne Erfolg. Ja. Und ich habe auch an KZ-Verbände geschrieben, etc., um Hilfe. Also ja, bin ich nicht gewohnt. Um Hilfe, aber es hat sich nichts Besonderes getan, außer dass ich den Dr. Streibel dabei kennengelernt habe und mit ihm Kontakt hatte. 2005 hat sich mein Sohn dann engagiert und wir haben den Verein Gedenkstätte Hadersdorf gegründet. Er hat eine Homepage, Gedenkstätte Hadersdorf heißt die, da habt ihr alles drauf, was irgendwie von Interesse für die ganze Sache ist. Ja. Also, und auch den Film, den er gedreht hat, gemeinsam mit dem Dr. Streibel. Damals, 2005, war die Gemeinde eventuell bereit, was zu machen, aber im Laufe der Verhandlungen ist es immer weniger geworden, bis gar nichts mehr da war. Ja. Und wir haben jedes Jahr am Hauptplatz eine Veranstaltung gemacht. Und 2009 hat dann die Gemeinde dieses Denkmal da eben aufgestellt, ohne den Text hat sie von meinem Sohn bekommen, aber ohne diesen politischen und Faschismus, ja, diese Worte, die wichtig gewesen wären. Ja, das ist alles, was ich eigentlich erzählen wollte. Nie wieder Faschismus. Und die Bürgermeisterin von Hadersdorf, die Gemeinde von Hadersdorf, schafft es nicht einmal, ein Gesprächsangebot anzunehmen. Das macht uns jetzt gar nichts mehr, ja? Weil wir die Gedenktafel heute montiert haben. Und das erste Mal haben die Opfer einen Namen, soweit man es einfach weiß. Und insofern bleibt mir nur über, vor allem nach der Christine, zu sagen, niemals wieder. Nie wieder Faschismus. Und ich freue mich auf den Augenblick, wo die Christine den Namen von ihrem Vater sucht. Wir haben schon gefunden. Ja. Alois Westermeier. 33 Jahre war er alt. Kommunistische Flugbetten verteilt und der andere wurde beobachtet, wie er auf der Flugbahn, das habe ich eigentlich schon gesagt, das ewige internationale Mitglied der sozialistischen Arbeiter. In Hadersdorf, den kleinen Ort, denn jetzt das schlichte Schild. Es gibt von dem Massaker dort nur halt ein schiefes Bild. In Hadersdorf am Kamm, als waren die Opfer in der Grub nicht für Verbrecher gewesen. Sie sind als Nazi-Gegner gestorben, das kann man dort nicht lesen. In Hadersdorf am Kamm. Ja, das hat sich jetzt, nachdem wir die zwei Tafeln montiert haben, eigentlich ganz schlagartig jetzt am 1. Juli 2017 geändert. Wir haben es geschafft, die Tafeln hängen. In Hadersdorf, den kleinen Ort, hängt jetzt ein neues Schild.
es gibt von dem Massaker dort auch jetzt kein schiefes Blut. In Habersdorf am Kamp, es waren die Opfer in der Grube, nicht wir Verbrecher gewesen. Sie sind als Nazi-Gegner gestorben, das kann man dort jetzt lesen. In Habersdorf am Kamp. Ich wollte mir was sagen, ja. Das habe ich eigentlich vergessen. Ich wollte mich bei euch allen und KZ-Verband etc. bedanken, die so initiativ da waren. Weil allein hätte ich sowas nicht geschafft. Ne? Danke für jetzt wünsche ich nur was Solidarität aus. Ja. Ja.